sind angekommen und wenn das mal nicht ein cooler Wasserfall ist, dann weiß ich wirklich auch nicht. In Bali. Komm mal rein. Wie schön sieht es einfach bitte aus durch diesen Vorhang. Und die haben das so liebevoll hingerichtet. Hier noch zwei Blumen hingemacht. Die Vorhänge haben wir einfach auch einen Schutz von Fliegen und Insekten und so. Eine kurze Unterbrechung. Wir haben gerade Watermelon-Shoes bekommen. Oh mein Gott, das schmeckt so geil. Das ist gut. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist halt richtig, richtig kalt. Und wirklich von Wassermelonen einfach in einmal durch den Mixer kalt gejagt. Und dann kommt man hier auf. Wenn man hier aufmacht, ist man eigentlich direkt im Dschungel. Also auch hier wieder richtig süß. So eine Möglichkeit, sich hinzusetzen. Auch noch ein Sitzsack, wo man sich irgendwie nice hinstellen kann und dann hier so rausgucken kann. Euch jetzt mal hier dieser Dschungel, der einfach davor ist. Das ist einfach so eine kleine Kokosnuss. Aber die ist sogar aufgeplatzt. Ja, die ist aufgeplatzt. Ich glaube, da ist nichts mehr drin. Nee. Guck mal da vorne, da ist eine Kuh in diesem kleinen Häuschen. Wo? Siehst du das? Ich sehe da keine Kuh. Ah, doch, da. Hat sie gerade ihren Kopf da bewegt. Da vorne. Die sieht sehr fancy aus, die Blume hier. Was ich voll schön finde und die bieten hier an, dass man so ein Floating Breakfast bekommt. Kostet nur 1,30 Euro mehr und dann kriegt man einfach hier im Pool quasi sein Frühstück. Und Marius, wie ist der Pool so? Oh, so kalt. So geil. Und wir werden jetzt dann gleich Frühstück bekommen. Das zeigen wir euch natürlich auch. Stimmt? Hier ist einfach so wie so eine Regendusche, was auch richtig cool ist. Da oben kommt dann das Wasser raus. Also sieht schon echt sehr, sehr cool aus. Hier kann man sich dann auch noch hinsetzen. Ach, was wir vergessen haben zu sagen, wie cool. Hier wachsen einfach Kakaobohnen am Baum. Also es ist einfach ein Kakaobaum. Und hier gibt es ja auch überall Schokolade, wo so selber gemacht wird in Bali. Aber ich habe das noch nie gesehen. Einfach da sind irgendwie wieder Kokosnüsse nämlich an, vorne waren Bananen, hier sind Kakao, die sind auch wieder Kokosnüsse an den Teilen, guck mal. Muss man echt aufpassen, weil Marius schon mal so, ja, es werden richtig viele Menschen von einer Kokosnuss getötet. Es ist so. Ja, ich sterbe im Jahr mehr Leute an Kokosnüssen als an Haien. Wir haben noch was vergessen zu zeigen, das hier. Das ist, halt so ein Ding für dich, so ein Instagram-Hotspot, gell? Mache ich jetzt nicht, weil sonst habe ich eine nasse Hose. Und dann siehst du da einfach in diesem Dschungel. Und es sieht doch mega cool aus. Also ich finde es richtig, richtig cool. Und hier kann man, glaube ich, abends noch was trinken. Hier ist quasi die Rezeption. Wie schön sieht das hier einfach bitte aus? Das wächst hier auch einfach an dem Baum.
hier sich um und entdeckt jedes Mal irgendwie wieder was Neues. Das hier ist auch ein ganz anderes wie bei uns. Das ist irgendwie viel, viel größer. Fühlt sich auch ganz anders an. Weil ich denke mal, so normales Gras, wie es bei uns gibt, das würde gar nicht wachsen, weil es hier einfach ständig regnet. Hier kann man sich auch voller mieten, weil hier wirklich weit und breit gar nichts ist. Wollten wir eigentlich nicht machen, aber wenn, wir glaube ich jetzt müssen wir auf jeden Fall machen. Und ich würde sagen, wir blenden euch jetzt noch ein paar Impressionen ein, so von so schönen Pflanzen und so. Wenn wir so dazu reden, nicht so, und machen da ein bisschen Musik drüber. Donna hat einen Gleichgesinnten gefunden. Wir sind hier gerade und beschäftigen uns finally mal da mit, was man hier eigentlich in Bali so unternehmen kann. Unsere tolle Karte. Landfieber würde ich sogar sagen. So. Ja, also das war finden wir die Bali-Karte und wir markieren da jetzt ganz viele Sachen, wo wir hinwollen und dann am Ende machen wir eine Route. Wir sind gerade in so einem lokalen Fruit-Shop, wo man halt alles Mögliche von lokalen Früchten hier kaufen kann. Der Shop, hier gibt es überall so diese Mini-Bananen und Birnen und ganz viele Mandarinen. Man sieht, dass das halt nicht gespritzt wird, weil die alle, ja, halt eigentlich für unser Auge nicht so gut aussehen. Und hier gibt es auch viel kleinere Ananas. Hier haben wir ganz viele Früchte probiert, die wir noch gar nicht kennen. Einmal die Mango und einmal die Mango. Hier Passion Fruit. Und hier gibt es noch Granatäpfel. Die hätte ich auch mal gern probiert. Die sehen, finde ich, auch echt sehr, sehr krass aus. Anders als bei uns. Den nächsten Morgen. Und wir haben jetzt mal ein bisschen außergewöhnliches Frühstück ausprobiert. Pudding. In Irland ist das ja Blutwurst. Ich hatte erst Angst, dass es hier auch ist, aber es ist anscheinend was Süßes. Balinesische Art. Hier sind noch irgendwie solche Süßigkeiten dabei und ich glaube, das ist Mango. Und du hast. Ich habe nichts Außergewöhnliches. Indonesisches Frühstück. Ich habe Reis, also indonesischer Reis, Ei und diesen komischen Fischkracker. Das heißt aber genau. Die schmecken gut, gell? Die schmecken geil, aber zum Frühstück weiß ich nicht. Ja, so aber das ist jetzt da typisch indonesisches Frühstück und ich habe Balinesisch. Guten Appetit. Guten Appetit. Stopp und man sieht hier Watt Waterfall. Das war ein bisschen ein Abenteuer hierher zu kommen. Das war ja andere Liga, nee, das ging, ja. Aber einmal war es echt knapp. Oh ja, da ist ein LKW plötzlich entgegengekommen und so eine Kurve. Und ich so noch zu Maris, ey, komm, fahr mal ein bisschen schneller. Naja, auf jeden Fall, jetzt sind wir hier beim Wasserfall und da werden wir jetzt mal hinlaufen. Ich habe schon Bikini an. Sehr cooler Weg, oder? Mega, mit so Weiden, richtig schön gemacht. Hier fühle ich mich jetzt wirklich wie im Dschungel, durch die ganzen Geräusche, überall sind so Palmen und man hört das Wasser auch schon rauschen. Wir sind angekommen und wenn das mal nicht ein cooler Wasserfall ist, dann weiß ich wirklich auch nicht. Also so sieht es hier aus, Maris läuft hier gerade über diesen Baumstamm da drüber. Hier ist auch eine kleine Ding, hier oben, denke ich, kann man ein Foto machen. Ja, mit diesem Steg sind wir hier rumgefahren, das war echt ganz cool. Normalerweise wäre das Wasser halt nicht so cool, wenn es nicht so viel regnen wird, aber es sieht trotzdem wirklich richtig, richtig cool aus und schön. Und überall da sind so Palmen. Diese Lianen. Ja, Lianen, die da so runterhängen von diesen Bäumen. Da oben, da wächst einfach Bambus. Auch ein ganz schönes Bild gemacht. Und wie cool sieht das im Hintergrund einmal aus? Da haben die solche Figuren in den Stein geschnitten.
Auto um, geht's wieder zurück oder wir gucken mal, was wir jetzt machen. Wir haben uns doch entschieden, noch zu einem weiteren Wasserfall zu fahren. Und jetzt sind wir hier vorm Eingang und... Sieht sehr, sehr crazy aus. Crazy. Also ich denke mal, das ist auch irgendein Gott. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Kando Lambo Waterfall. Wirklich komplett anders, aber auch sehr, sehr schön. Also so einen Wasserfall, muss ich sagen, habe ich auch noch nie in meinem Leben gesehen. Und zwar sieht der so aus. Hier machen überall Bilder. Hier stehen die Leute an. Hier stehen die Leute an. Aber naja, sieht schon sehr cool aus. Fall Nummer 2 beendet und wie man unschwer erkennen kann, wurden wir ein bisschen nass, aber leider nicht nur wir, der Bikini und die Haare, sondern unser Rucksack ist umgekippt. Dann sind die ganzen Sachen ins Wasser gepurzelt. Zum Glück kein Geldbeutel und Handy. Nee, also es ist alles nur Sachen, die halt jetzt einmal nass sind, wieder trocken sind, ein bisschen dreckig, aber kann man waschen. Meine Hose und Regenjacke und Bauchtasche. Wirklich eine 10 von 10, so wie 10 von 10. Blöde. Bei den lalalangen Kreisterrassen. So schön hier, wenn ihr in Bali seid, wirklich große, große Empfehlung. 50 Rupia kann man hier einfach den Tag hier im Pool sein. Kann man die Reisterrassen besuchen.